Freitag, 27. September, morgens um 8. Ich bin noch in der kleinen Herberge. Zum ersten Mal seit längerer Zeit wieder in einer ganz normalen Pilgerherberge für 11 Euro die Nacht. Hier habe ich übrigens gestern auch Anna wieder getroffen. Als ich hier unten ankam, winkte sie aus dem Fenster. Die Anna, die ich vor, weiß ich, 3 Tagen unterwegs kennengelernt habe, die hat eine kleine Abkürzung genommen, ist mit dem Zug hierher gekommen. Und ja, so haben wir uns in der einzigen Pilgerherberge in Musidan getroffen. Anna ist schon wieder unterwegs, ein weiterer Pilger, mit dem wir gestern Abend noch zusammen Abend gegessen haben, hier in der Herberge, ist auch schon unterwegs. Wir waren nur zu dritt, 3 Zimmer, je 4 Betten. Der komplette Komfort einer Herberge ist hier vorhanden. Who is sitting there? Lazy Anna. So, kleine Mittagspause. 18 Kilometer von 33 geschafft. Heute 33, morgen 44. Ich bin in Fress, also eigentlich Fresse, so wie es geschrieben wird. Fress. Und mache eine kleine Mittagspause. Es gibt, da unten sieht man es, ein bisschen griechischen Joghurt, französischen Ziegenkäse und ein bisschen Brot dabei. Ja, meine Hoffnungen, trocken durch den Freitag zu kommen, lösen sich gerade in Wohlgefallen auf, beziehungsweise in Regen auf. Aber ich hoffe mal, das dauert nicht allzu lange. Sonst muss ich hier aus meinem Graben wieder aufstehen, in dem ich mit dem Poncho sitze und der Dinge harre. Zwischendurch hat es nochmal ein bisschen kräftiger geregnet. Aber alles gut. Ja, dann kam so ein kleiner Straßenausbesserungswagen mit zwei freundlichen Fahrern. Die haben angehalten, haben gefragt, ob sie mich bis zum nächsten Dorf mitnehmen können. Ich bin natürlich standhaft geblieben. Haben mich artig bedankt und habe gesagt, nee, das geht schon. Dann sind sie weitergefahren. Und was soll ich sagen? 5 Sekunden danach hat es prompt aufgehört zu regnen. Also wenn das kein Zeichen ist, dann weiß ich auch nicht. So. Also offensichtlich wird es jetzt wirklich auch zu regnen, was ganz gut ist. Also langsam kann ich die Kluft dann wahrscheinlich auch gleich wieder ablegen. Da vorne ist Montfaucon, das nächste kleine Dorf, auf dem Weg und ich komme ganz gut voran. Und hier wächst endlich wieder Wein. Aber der ist leider schon abgeerntet. Ja. So, da drüben ist Port-Saint-Foy, mein Etappenziel für heute. Hier vorne vor uns ist die Dordogne. Und wir sind auch im gleichnamigen Departement Dordogne. Und da drüben ist das Departement Gironde. Und somit, nachdem ich gleich die Brücke überquert habe, bin ich in der Region Bordeaux. So ist das, wenn man ins Bordeaux kommt. Gleich ein ganz anderes Feeling.